von diesem Tag. Ja. Und das Video ist ein ganz besonderes Video, weil ich ein anderes Spiel habe. Cats. Das ist eigentlich sehr geil. Hier ist mein Wagen. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Mit einer 97er Angriff, 85er, 293er. Ja, ich habe es gestern noch runtergeholt. Das ist eigentlich sehr geil. Hier nochmal meine Reifen. Ich habe zwei unterschiedliche Reifen. Und zieht nochmal alles zusammen. Crashen 386, 182. Ist eigentlich sehr geil. Eigentlich ist es ein ganz einfaches Spielprinzip, wie über Clash Royale. Du kannst hier Kisten aufmachen, kriegst dabei was. Hier, du hast hier ein Auto halt als Karte, kann man sagen. Und die kannst du dann so machen. Hier, ich gehe mal in ein Duell. Und so ein Michel. Und dann hier, wie man den anderen Gegner für 120 könnte ich jetzt anders machen. Aber jetzt könnte ich hier das da machen. Er geht nach hinten und ich könnte ihn einfach ganz einfach töten. Weil eigentlich kein guter Gegner war. Er hatte einfach keine Räder. Was sollte das? Und zweitens hier, man kann einfach hier wieder ins Duel gehen. Ich gehe jetzt ein paar Mal in Clash Royale. Oh, aber der ist viel besser schon. Uff, aber trotzdem habe ich den rasiert irgendwie. Der war aber viel besser, aber hatte wieder keine Räder. Was ist hier los? Und dann hier bei Händler, hier. Also ist kein Händler, also ein Gucker. Dort kannst du wetten. Wette mal bei jedem. Ich würde sagen, der gewinnt. Dann könnte ich jetzt einfach hier zum Beispiel mal auf das Wetten. Jetzt habe ich drauf gewettet. Wenn ich jetzt jetzt gewinne, dann wird es 1% besser. Dort wäre es 3% und hier, also überklar, dort werden die drei Sachen 6% besser und wenn ich auf das gewettet hätte, halt 10%. Aber ich glaube irgendwie das gewinnt, weil ich könnte einfach aufheben und dann und es macht halt den ersten Damage, hat mehr Damage. Haben halt fast genau gleich Leben. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Meisterschaft. Ich bin gerade auf dem vierten Platz, könnte jetzt gegen Lixa Dingsabums spielen, aber die hat so unnormal viel Leben, meine ich. Hat gar nichts für Damage, aber voll viel Leben. Unnormal sogar. Gegen die bin ich aber nicht gegen Rotti. Wenn ich jetzt aber. Oh Gott. Scheiße, geht weg! Oh Mann, ich habe auch gegen ihn verloren, aber ganz knapp. Und dann könnte man hier jetzt zum Beispiel, jetzt könnte ich letzte runtergehen, habe aber jetzt gegen jeden schon gewonnen. Ich kann auch los geht's gehen. Aufgehen. Und dann hier, boom. Gegen Rotti verliere ich natürlich wie immer. Ganz knapp, aber auch nur super knapp. Genau die zwei, wo ich euch gerade eben gezeigt habe. Zwei verloren, aber die meisten gewinne ich hier. Blatsch, kein Problem für mich mit dem King im Spiel. Ihr kennt ja Dadati-Lokale, gell? Und er hat, glaube ich, seinen Kanal geschlossen. Also nach seinen Anzeigen. Und was macht ihr jetzt? Schreibt in die Kommentare. Was macht ihr wohl? Jetzt, ihr guckt nicht in mein Video, oder? Und dann könnte ich halt hier gewinnen und nicht wie viele Kämpfe ich gewinne. 14 Kämpfe für einen direkten Aufstieg. Für einen direkten Aufstieg. Aber ich glaube, das schaffe ich noch mal. Ich könnte es halt schaffen, aber es wird schwer. Hab ja halt zwei Kämpfe schon verloren. Ich kann nur noch 12 Siege kriegen. Aber nach ein paar Stunden wird es halt immer gewechselt, die Gegner. Und ich hoffe, dann Rotti und so weg ist. Dann würde ich mich freuen. Guck, jetzt habe ich halt gewonnen. 12 Siege. Krieg ein bisschen Geld. Aber kommt dann nach oben. Okay, ich weiß auch nicht warum.
Es muss halt noch eins kriegen, dann bin ich auch schon auf dem Zweitplatz. Und hier jetzt meine Wette. Fertig, könnt. Das untere ist halt eine richtig große Wette. Und hier oben jetzt. Die meisten haben für das gewählt. Ich hab's auch gewählt, natürlich. Mal sehen, okay. Jetzt könnte ich halt angucken. Ich kämpfe jetzt nicht. Boom, 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 boom. Meine Stimmung war richtig. Und damit kriege ich 1% besser. Ich könnte jetzt einfach richtig viel große Sachen reinpacken, aber ich habe zu große Angst. Ich brauche 3 Juwelen dafür und ich habe null. Null Juwelen. Auch schön, gell? Die haben viel mehr Damage. Die haben fast gleich Leben, aber ich würde die da wählen, ja. Okay, dann verwenden wir einfach mal hier das da. Eine schöne Waffe. Okay, Leute. Ich könnte einfach mal das aufbessern. Seht ihr 30? Dass wir 3 plus geben. Dass wir 3 plus geben. Also, wie viel Damage hat das? 30 braucht man nicht. Scheiße! Falsch herum. Aufstieg macht. Ah, okay, macht's doch. Also. 1 noch dazu. Ja, okay, kann wählen mehr. Wir diesen eh schon so. Und könnt auch jetzt Sachen verkaufen. Jetzt hier das da. Boom, 494 kriege ich direkt wieder. Kann das auch jetzt einfach an das da bringen. Ja, bringt halt mir nichts, weil es schon 97 Angriff hat. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Kämpfe und so. Und ich erkläre euch noch hier. Wo ist die Rangliste? Ich bin auf dem 4. mit diesem Dingsabums Dingern. Und hier bin ich schon weit gekommen. Kann man ein paar Sachen upgraden, würde ich sagen. Und hier kommen gelbe. Und das wird noch ein bisschen dauern. Und ich würde sagen, wir gehen in den Kampf. Gell? Ah, okay. Ich zerrack dich. Boom. Oh, okay. Ich habe die wirklich zerrackt. Alle Plätze sind belegt. Nein. Das wäre eine super Kiste. Tut mir leid, Leute, ich mache jetzt einen kleinen Cut, dass ich einfach eine Truhe aufmachen kann und dann meine danach vielleicht eine super Kiste kriegen. Ey, Leute, ist so gemein. Kannst du. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, dann kleiner Cut. Okay, Leute, wir haben die erste Kiste und machen die auf. Okay. Yes! Yes, endlich! Endlich hab ich die Waffe. War die schon so lange? Oh mein Gott. Dies und nochmal und nochmal. Meiner hat 273 mit voll aufgebaut und so. Richtig. Die hat direkt 282. Hat sogar mehr, oder? Ja, hat sogar mehr. Aber hat nur einen Anbringplatz. Das ist halt scheiße, ich weiß nicht. Ich das benutzen? Der? Ja, ich upgrade die ab. Ich upgrade die einfach ab. Das ist heftig sogar. Was ist das für eine? Meine 60. 6 dafür bekommen. Wird dafür fast gar nichts bekommen. Die da drauf machen. Okay, 13. Mach ich aber eh nicht. Ich wollte aber immer mit der Kreissäge spielen, weil die so cool ist. Könnt ihr auch jetzt mal das da benutzen und das da drauf packen. Bringt aber fast nichts. Erstens, das ist so unnormal geil, dass ich eigentlich das hab. Das könnte ich dann auch noch anbringen. Bringt halt halber gar nichts alles. Und das ist noch auf Attacke aufgesetzt. Ich werde 7 bringen. Okay, Leute, ich hatte gerade so Angst, dass meine beste Waffe da drauf gemacht hätte. Weil ich hätte eh nur 19 gebracht. Wenn wir noch mal eine bessere. Guck, die hat 18 dazu, die hat 0 dazu.
Und die ist so unnormal stark. Die wegmachen, das wird 80. Plus wäre auch sehr viel Damage, würde ich sagen, gell? 37. Ich hatte gerade eben keine Ahnung, wie viel. Ich habe 45 Leben jetzt weggemacht. Los geht's. Gucken wir mal, wie das geht zusammen. Ersten verloren. Okay, warte mal ganz kurz. Die Kreissäge ist okay. Unnormal stark sogar eigentlich. Aber das Problem ist einfach, dass es hier, erstmal, du könntest angucken, ihr bemerkt, es hat einfach voll viel Spaß dabei. Sozusagen, holt euch es. Und. Yes, Mann, ich hab richtig gewettet. Und das wird als Bonus, als Bonus. Würde sagen, okay, ich könnte wetten, dann vielleicht nochmal machen. Eigentlich genau, komplett gleich, aber ich nehme das. Pack meine Kreissäge drauf. Nein, das ist zu grob, Alter. Vielleicht die Kettensäge, einfach die Kettensäge drauf. Ja. Wenn es halt die Kettensäge verlieren. Guck, es sieht halt so aus. Hätte überall was. Könnte ich überall greifen. Nur das Problem ist, ich hätte das. Ich könnte mal gucken, wie das gehen würde. Ich könnte ja halt. Hier, zum Beispiel jetzt. Ich habe ja hier jetzt alles hinten. Einmal die Reifen. Hier plus 78. Direkt über 360. Plus die Reifen noch. Die wir schon über 395. Genau. Dann könnte ich noch das da drauf machen. Und das da. Wird so aussehen, 430. Aber die erste, die Sache ist zu schwach. Das da könnten wir dran machen. Mit 430. Ist sehr viel Leben, aber zu wenig Leben. Attacke, guck jetzt, wenn ich einmal in Duel gehe, ich werde direkt verlieren. Guck. Ich werde direkt zerrobben. Man braucht voll viel Angriff dafür. Ich bleibe erstmal bei meinem Auto. Und könnte mal gucken, irgendwann habe ich locker irgendeine richtig gute, für das dann direkt zerroppe jeden. Ryan. Nein, meinte wohl. Oh, dann muss ich geben zu dem anderen und ich muss aufpassen, gerade ist schon so weit vorne und ich würde sagen, ich mache immer mein Auto, wenn ihr das habt, könnt ihr es gerne nachmachen. Was ist das? Das ist, nein. 273, boom. Das ist das drauf. Das drauf. Da der blaue Reifen dran. Der Reifen und ist genau wieder im Lotus. Ich würde einfach das da dran machen. 7. 7 vergehen. Warte. Ich habe meine Schlüssel genommen. Wo ist die? Dort ist die. Boom, weil ich habe mich gefragt. 7, oha. Und jetzt die dort drauf packen, fast gar nichts. Aber ich würde sagen, dann Tschüssli, bis morgen und ciao.